So, wir schnappen uns die Kachel und dann wieder zur Crew. Mal sehen, was für einen miesen Job er uns diesmal gibt. Und ja, wir haben gerade Alarm ausgelöst. Nein! Für die Leute, die es nicht wissen, der Alarm geht übrigens auch irgendwann wieder weg. Wenn keine Gardisten in der Nähe sind oder nicht mehr wissen, wo du bist, dann ist es irgendwann vorbei. Ein bisschen so wie bei GTA. Nur, dass das hier nicht so, naja, so übertrieben abgeht. So, hier sind schon keine Gardisten mehr. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde und einfach warten würde, wäre der Alarm gleich vorbei. Aber wenn hier vorne gleich welche auftauchen, dann bleibt der Alarm noch. Und er ist weg. So habe ich das gemeint. So, wir sind gleich da. Jetzt kriegen wir erstmal unseren Waffenbonus. Das war nicht sehr schlau. Was ist das für ein Gestank? Na, toll! Wir machen für dich die Drecksarbeit in der Kanalisation und riechen noch schlimmer als ein nasser Hip-Hop. Das könnte uns glatt die Chancen bei den Ladies vermasseln. Nein. Ich glaube, das war mein Mittagessen. Gute Arbeit da unten, ne? Schätze, ihr wollt jetzt den versprochenen Waffenbonus. In einer Kiste auf der Schießanlage ist ein Booster für eure Waffe. Findet ihn und er gehört euch. Vielleicht kriegen wir doch ganz schnell noch unsere zweite Waffe. So, ich laufe dann jetzt natürlich nicht zu Fuß hin. Das war knapp, ein bisschen doller und wir hätten jetzt Alarm ausgelöst. Gut, wir sind gleich da. Wie fahren die denn hier alle? Bin ich der Einzige, der richtig fahren kann? Da ist die Kiste und wir kriegen unseren Waffenbonus. Was? Okay. Nicht ganz. Versuch's nochmal. Tritt und schieß fast gleichzeitig. Wie ein waschechter Ödländer. Sie werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. In den Kisten findest du gelbe Munition. Möchtest du dich mal auf der Schießanlage versuchen? Ja, warum nicht? Wo müssen wir hin? Hier? Okay. Und wir haben übrigens doch eine neue Waffe. Die probieren wir natürlich auch gleich aus. Viel Glück. Muss natürlich noch etwas üben gerade mit der Waffe. Ich schieße eigentlich gerade nur los. Ich werde natürlich jetzt nicht alles treffen. Ziel ist, ja, 4000, das... Nein! Oh Gott, 4000 ist das Ziel, das kriegen wir bestimmt hin. Gut, Ziel haben wir geschafft. Kann natürlich noch weniger werden, wenn wir Zivilisten treffen, so wie den. Wow, die sind ziemlich schnell. Nein! Nein, was soll denn das? Ha, den habe ich jetzt ganz zufällig eigentlich nur erwischt.
Was? Die sind hinter mir? Warum? Okay, ich glaube, Bronze schaffen wir nicht. Das wird nichts. Verdammt. Nein, warum? Die sind ziemlich schnell jetzt. Nein, das war schon wieder falsch. Geschafft, hervorragend geschossen. Ja, okay, wir haben das Ziel erreicht, aber war jetzt nicht die beste Leistung. Just, den Schießanlagenrekord zu brechen? Nein, wir gehen jetzt hier raus. Wir können später nochmal versuchen, aber jetzt nicht. So, wir haben zwei Ziele. Einmal zur Crew, einmal zu Thorn. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Crew, weil er einfach gleich hier vorne ist. Wenn die Mission zu schwer ist, können wir auch erstmal zu Thorn gehen. Ist ja kein Problem. Nur am Ende muss man sowieso alle Missionen machen. Ist also egal, welche man zuerst macht. So. Das sollte jetzt nicht passieren. Ich habe ein Angebot für dich, Jack. Rennen ist der beliebteste Sport in der Stadt. Und Errol, der unangefochtene Champion. Auf der Rennstrecke. Ist ein gefährlicher Irrer. Genau mein Fall. Nur ein Narr würde es wagen, gegen ihn anzutreten. Und da kommt ihr beiden ins Spiel. Eine Kundin von mir sucht einen guten Fahrer für ihr Rennteam. Ihr habt ja einen Sicherheitszutrittspass für den Stadionbezirk. Und deinen Vertrag mit ein paar winzigen Klauseln. Ich hab ihn schon mal für dich unterschrieben. Wir, die Rennfahrer, treten hier mit Crew folgende Rechte und Einnahmen ab. Rennerlöse, Werbeeinnahmen, Rundfunktantiemen, Wetteinsätze, Sponsorengelder für unsere Wagenauftritte in Einkaufszentren, Sammelkarten, Fastfood-Ketteneröffnungen, Vermarktung unserer Person, Talkshows, Schuhen, Modekollektionen, Druckrechte an Büchern, Romanen, Comics, Broschüren, Konfetti, Neonreklamen und Badezimmer-Graffiti-Designs. Rechte an der Vermarktung von Spielzeug, Videospielen. Videospielen? Werbung für Vitamintabletten, städtischen Bestechungsgeldern, Filmen und natürlich sämtliche Versicherungsansprüche, Falle des Todes oder der Verstümmelung. Um die Details kümmern wir uns später. Wenn du es in weniger als 3 Minuten von hier bis zum Rennstall am Stadion schaffst, lässt meine Klientin dich vielleicht für ihr Team fahren. Enttäusch mich nicht, hm? Wie Dexter bei den Videospielen ausgerastet ist. Ja, man hat bestimmt den Witz dahinter verstanden. Schließlich ist das hier ein Videospiel. Ich glaube, das war so gemeint, so kann ich es mir jedenfalls vorstellen. Und ich habe schon mal erwähnt, dass ich Zeitmissionen wirklich nicht mag. Und wir jetzt trotzdem eine machen müssen. Ich versuche es, aber ich kann nichts versprechen. Das wird jetzt nicht einfach und wir haben nur 3 Minuten. Suche nach Verdächtigen. Ich darf keinen Unfall bauen, ich muss die richtige Strecke nehmen, ich darf nicht falsch fahren. Ich darf keinen Alarm auslösen und ja... Ich muss schnell sein, da war ich auch noch. Gut, das war jetzt nicht so geplant. Vielleicht schaffen wir es trotzdem, ich versuche es weiter. Kann sein, dass ich manchmal jetzt ein bisschen ruhig bin. Ich muss mich konzentrieren. Und ich muss auch, wenn das jetzt mit Zeit ist, muss ich ab und zu vom Gas runtergehen. Sonst komme ich nicht um die engen Kurven. Wie die hier oder auch... Wie die. Wir haben noch 2 Minuten, das wird knapp. Nein, ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Es wird knapp, sehr knapp. Ich weiß, das habe ich eben gesagt. Ich weiß nicht mal direkt, wo wir jetzt hin müssen. Hey, wir sind tot. Ich habe vergessen, dass wir nur noch einen Lebensbalken haben. Ja, wir versuchen es nochmal. Diesmal vielleicht ohne gleich Alarm auszulösen. So, der Anfang ist ja nicht schwer. Da kann man einfach übers Wasser fliegen. Da gibt es nicht so viele Hindernisse, aber gleich in der Stadt, ja, da ist es nicht mehr so einfach.
Gut, warum eigentlich nur 3 Minuten? Man muss in 3 Minuten die komplette Stadt durchqueren. Das ist ganz schön knapp. Und ich muss auch noch unten auf, also unten rechts auf die Minikarte gucken, wo ich langfliegen muss. Und trotzdem aufpassen, wo ich hinfliege, ist gar nicht mal so einfach. So, hier einmal um die Kurve. Ich weiß, dass wir hier eben schon Alarm hatten, diesmal nicht. Vielleicht wird das diesmal ein bisschen einfacher. Dieses Ding ist das Einzige, was mich nervt. Warum schreit sie Gardisten? Ich habe sie weder angefasst noch sonst irgendwas. Ich habe ihr nichts getan. Ich glaube, man kommt hier einfach nicht durch, ohne Alarm auszulösen. Das ist unmöglich. So, hier waren wir eben noch nicht. Ich glaube, wir waren da hinten nur noch. Also, ein bisschen hinter uns. Da sind wir gestorben. Das heißt, ich sehe das Ziel, aber es scheint noch sehr weit weg zu sein. Ich weiß nicht, wie wir das in 1 Minute schaffen sollen. Nur noch 1 Minute. So, wir kommen übrigens jetzt hier durch, aber wir haben gerade mal jetzt 2/3 geschafft und ja, das schaffen wir nicht mehr. Dadurch, dass ich jetzt eben vom Gas runtergehen musste, wird das nichts mehr. Nein, ach, das wird nichts mehr. Was soll denn das? Nicht mal mehr 30 Sekunden und wir sind, ja, sehr blöd gefahren. Es könnte doch noch was werden, wir sind fast am Ziel. Und wir haben es geschafft. Hallo? Crew sagt, hier braucht jemand einen Rennfahrer. Ich habe zu tun. Seid ihr Crews neue Laufburschen? Hört mal, ich will nicht unhöflich sein, aber ich bin im Moment nicht an neuen Fahrern interessiert. Und ich habe wirklich zu tun. Können wir irgendwie helfen? Nein, ich arbeite an einem geheimen Fahrzeugprojekt. Okay, entschuldige. Pass auf, wenn ihr glaubt, ihr habt das Zeug dazu, in dieser Stadt Rennen zu fahren, dann probiert mal mit meinem Jetbot-Prototyp die Stadionstrecke aus. Wenn ihr das schafft, nehme ich euch vielleicht ins Team. Ich weiß übrigens, wer diese Person ist. Für die Leute, die es nicht wissen oder es nicht erkannt haben, werde ich es natürlich nicht sagen. Aber man hätte die Person eigentlich schon an der Stimme erkennen müssen. Selbst Jack und Dexter hätten darauf kommen müssen. Warum sie es nicht getan haben, keine Ahnung. So, wir gehen... Sag mal, lass mich durch. Einmal hier runter. Beim Jetbot kannst du jederzeit auf- oder absteigen. Du kannst mit deinem Jetbot springen. Hua. Wenn du dich vor dem Sprung duckst, kannst du höher springen. Hua. Spring und spring nach der Landung erneut für noch mehr Wucht. Mach einen Riesensatz auf diesen hohen Vorsprung. Wie jetzt? Ich habe nichts verstanden. Okay. Wenn du auf einer Schiene landest, kannst du drüber rutschen. Rutsche mal über diese Schiene. Du kannst in der Luft rotieren. Für einen Hochgeschwindigkeitssprung brauchst du eine perfekte Drehung. Sekunde. Das war falsch. Ist aber... Nein. Achso, ich drück die falsche Taste. Bekommst du Punkte. Um zu gewinnen, brauchst du genug Punkte.
Ja gut, dann ist übrigens auch wieder eine Zeitmission. Machen wir mal hier ein bisschen. Ja, 500. Ist nicht so viel. Um ehrlich zu sein, ich drücke ja einfach alles durcheinander gerade. Man hat ja nicht sehr viel Zeit. Ist ja nicht so, als hätten wir gerade eben erst eine Zeitmission gehabt und jetzt... Wenn du Bewegungen kombinierst, bekommst du Punkte. Müssen wir gleich wieder eine machen. Na, das ist nicht sehr viel. Na, das ist auch nicht sehr viel. Ich weiß, wir hängen gerade nur hier rum. Wir können ja gleich, wenn Zeit noch reicht, jetzt zum Beispiel, noch ein paar andere Sachen ausprobieren, aber irgendwie komme ich hier gerade nicht raus. Nein, ich komme hier nicht raus. Warum komme ich hier nicht raus? So, es gibt noch hier Ringe, da können wir auch noch Punkte eigentlich holen, aber da kriegen wir Schaden, wenn wir es falsch machen. Gut, wir haben es geschafft. Bronze ist mir jetzt eigentlich im Grunde egal. Wir haben das geschafft, was wir wollten. Gut gemacht. Ich gucke mich jetzt trotzdem noch ein bisschen hier um. Wir hätten auch das hier machen können übrigens. Da hätten wir auch Punkte bekommen, aber nicht sehr viele. So, und hier oben. Also man kann hier noch so einiges eigentlich machen. Gut, ich denke, wir haben jetzt im Grunde alles gesehen. Wir hätten übrigens auch hier hochfahren können. Um ganz ehrlich zu sein, das mache ich jetzt auch nochmal ganz kurz. Bevor wir von hier verschwinden, einmal ausprobieren. Nein, ich habe die Taste nicht gedrückt gehalten. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Einmal noch. Einmal versuche ich es noch. Okay, geht irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich halte die Taste gedrückt, aber er fällt ab. Vielleicht muss ich mit um die Kurve. Ja, ich muss mit um die Kurve. Okay, das war's. Wir können hier raus. Das wollte ich nur mal ganz kurz machen. Nein, nicht schon wieder. Jetzt hänge ich hier drin wieder fest. Wo ist denn hier der Ausgang? Da muss ich hin. Wo ist jetzt die Tür? Also oder die Luke oder was auch immer. Da. Das war nicht so geplant. Wir müssen das Board jetzt leider wieder abgeben. Ich würde es gern behalten. Aber es geht nicht. So. Jetzt kehren wir einmal zurück. Dauert eine Weile, weil wir das jetzt zu Fuß machen müssen. Erbitte dringend verdächtige Beschreibung. Der stand mir im Weg. Da konnte ich nichts gegen machen. Die sind mir in den Schlag reingelaufen. Ich war das nicht. So, wir sind wieder da. Wir haben die Stadionstrecke geschafft. Bravo, ein blindes Huhn. Naja, hört mal, müsst ihr nicht noch irgendwo Schulden eintreiben oder jemanden zusammenschlagen oder sowas? Du magst uns nicht, oder? Ihr arbeitet für dieses Ekel-Crew. Da soll ich euch mögen? Du hast wohl schon ein paar Rennen gewonnen. Darf der Sieger wirklich den Palast besichtigen? Ja, warum? Könntest du mich in den Palast bringen? Ein Freundschaftsbesuch? Klar, ich bin ein Riesenfan des Barons. Okay, ich helfe euch, wenn ihr aufhört, mich zu nerven. Unten an einem der Stütztürme des Palastes habe ich einen alten Serviceaufzug gesehen. Dieser Lift könnte euch hoch zum Palast bringen, falls ihr es schafft, ihn anzuschalten. Gut, neue Aufgabe, Crew und Thorn. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt als nächstes machen soll. Ich fliege einfach mal in die Richtung von beiden, wo wir dann eben zuerst ankommen. Das machen wir dann eben. So. Ich glaube, in den Palast kommen wir jetzt noch nicht, sondern erst später. Oder wenn wir zur Crew gehen, der macht uns das dann. Aber
Das glaube ich weniger. Dieses Gebiet ist sicher. Einmal die Karre bitte. Dann weg hier.